Es ist Dienstagabend. Es ist Zeit für einen Spirit Talk. Dienstag, 18.30 Uhr. Und ich darf euch zu einer weiteren Ausgabe begrüßen. Heute darf ich meine Talkgäste wieder begrüßen. Vom Mentalen Lichtzentrum St. Veit. Herzlich willkommen, Isabella Trampitsch. Hallo, lieber Michael. Grüß euch. Herzlich willkommen vom Mentalen Lichtzentrum Aachensee. Herzlich willkommen, Gitta Klose. Hallo und einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen vom Mentalen Lichtzentrum Wien, Werner Giefing. Hallo alle miteinander. Michael, danke für die Einladung. Mein Name ist Michael Holbrucker. Ich habe eine ESB-Lebensfreude-Praxis nach Methode Ingrid Kamper. Ich wohne in Innsbruck und ich darf hier die Fragen stellen. Und damit fange ich jetzt gleich an. Und die erste Frage geht an den Werner. Werner? Das ist dein letzter Talk vor deinem 14-tägigen Urlaub. Wo geht's hin? An die Ostsee. Es wird eine Rundreise, beginnt in Leipzig, dann fahren wir Potsdam, dann nach Usedom, dann nach Rügen, dann oben die schönen Hansestädte bis Lübeck und über die Lüneburger Heide und Nürnberg, damit es eine Rundreise ist, damit sich der Kreis dann schließt, unten dann wieder retour. Ich freue mich schon sehr. Gitta, warst du auch schon mal in Deutschland? Urlaub natürlich jetzt. Ich war schon fallweise in Deutschland, nachdem ich in Deutschland geboren bin und aufgewachsen bin. Selbstverständlich war ich in Deutschland schon im Urlaub. Ich habe mir schon einige Sachen angeschaut in Deutschland. Hast du einen Geheimtipp für uns? Ein Geheimtipp? Dann ist er ja nicht mehr geheim, der Tipp. Das Elbsandsteingebirge in der Nähe von Dresden würde ich sehr, sehr stark empfehlen. Wunderschön, tolle Felsformationen. Ich bin einfach ein Bergmensch. Es ist zwar für meine Begriffe eher hügelig, sage jetzt hoffentlich nichts Falsches für Ureinwohner dort. Im Vergleich zu Aachenkirche ist es niedrig, jedoch sehr, sehr schön von den Formen und sehr wunderbar zum Wandern auch. Isabella, was möchtest du dir in Deutschland noch anschauen? Also ich bin viele, viele Jahre nach Deutschland gefahren, weil meine Schwester vor knappen 40 Jahren nach Deutschland ausgewandert ist, nach Baden-Württemberg. Und das ist in der Nähe von Stuttgart, Pforzheim und noch ein Stück weiter raus. Und da habe ich mir Trips Drill angeschaut. Das war für mich so spannend, das heißt Trips Drill. Und das ist also ein Vergnügungspark und da haben wir einen riesen Spaß gehabt. Und da gibt es auch noch diese Flugzeugausstellung und. Also das war, das, ich finde, sowas sollte jeder sich anschauen, weil das war wirklich toll. Werner, wie bist du auf dieses Urlaubsziel gekommen? Ich wollte vermeiden zu fliegen und dadurch den Süden, ich sage jetzt bin ich in einem Alter, wo ich das nicht mehr so schätze, 14 Tage auf einem Strandbett zu liegen und warten, bis die Zeit vergeht. Und ich zehre viel, viel mehr von so Rundreisen. Wir waren in den letzten Jahren so Irland, Schottland in dem Bereich was anschauen. Und ich zehre von dem viel, viel länger als wie von einem Strandurlaub. Und dadurch haben wir uns entschieden, ich wollte in die Ecke da schon immer mal rauffahren und ich habe auch schon sehr, sehr viel gesehen. Von Deutschland wird meines Erachtens ein bisschen unterschätzt, das schöne Land. Und dadurch wollte ich immer im Fernsehen und Kitchen Impossible mit dem Sepp Schellhorn und mit dem Tim Melzer, die haben da in Usedom, in Heringsdorf, haben sie gekocht und da habe ich gesagt, dort möchte ich Fischsuppen essen gehen und da bitte ist dann irgendwann der Urlaub entstanden. Über die Fischsuppe. Aha. Damit sind wir auch beim heutigen Thema. Ich schlage jetzt die Brücke zum heutigen Thema. Heute sind wir im Kehlkopfchakra und Urlaub ist auch immer Zeit mit Familie. Und eine ganz positive Eigenschaft im Kehlkopfchakra ist Familiensinn. Isabella, was verstehst du darunter? Familie ist ganz was Wichtiges. Familie ist für mich Netzwerk, ist Bindung, ist Geborgenheit, sind die Wurzeln, ist das, woraus ich komme. Und ich glaube, die Familie wird, also von meiner Seite her ist eine große Wertschätzung in der Familie. Und vor allem kann man das erst schätzen, wenn die Familie nicht mehr ganz vollständig ist. Und ich habe meine Eltern sehr, sehr früh verloren. Das heißt, ich war noch relativ jung, wie mein Vater gestorben ist. Und 7 Jahre später schon meine Mutter. Und da ist die Familie bei uns von den Geschwistern her zusammengewachsen. Das heißt, wir haben uns immer getroffen. Ich habe 6 Geschwister. Und da haben wir uns immer getroffen zu Weihnachten. Einmal bei dem, einmal bei denen, mit den ganzen Neffen, Nichten. Und haben tolle Feste gemacht. Also Familie ist für mich
Ja, einfach das Gefühl von Zuhause sein, von Geborgenheit und von Sicherheit auch. Gitta, du hast deine Eltern früh verlassen. Du lebst jetzt auch nicht mehr mit deinen Eltern oder in der Nähe von deinen Eltern. Wie wichtig ist dir Familie? Mir ist Familie schon auch wichtig. Ich kenne es jetzt nicht in der Art und Weise mit der Großfamilie, weil bei uns nicht viel Familie da ist von Haus aus. Die Geschwister meines Vaters sind auch früh verstorben. Meine Großeltern habe ich gar nicht gekannt. So war das immer so ein ganz kleiner Kreis und untereinander das Verhältnis auch nicht so hervorragend. Und von dem her bin ich dabei zu schauen, was kann ich neu in der Familie wiederherstellen oder schaffen, da auch schaffen, mehr Frieden untereinander herzustellen und mehr Gemeinsamkeit zu schaffen. Und erlebe das jetzt gerade mit der Familie meines Partners, die sehr so zusammenstecken und alles Mögliche gemeinsam machen. Und war jetzt auch mit der Familie von der Schwester meines Partners und der Emma gemeinsam im Urlaub schon. Und das war für mich eine ganz neue Erfahrung, weil ich kannte früher das auch nur so, wir als Familie, also meine Eltern, mein Bruder und ich, sind in Urlaub gefahren und wir sind ziemlich isoliert geblieben, weil wir Kernfamilie und wir machen alles miteinander. Und da war das jetzt ein ganz tolles Erlebnis, das mal zu sehen, dass das auch geht, dass dann zwei Familien miteinander Urlaub machen können und das ein ganz, ganz harmonisches und tolles Erlebnis sein kann. Bin ich sehr dankbar um die Erfahrung gerade. Werner, Familie, Kernfamilie sind immer Mama und Papa. Deine Eltern leben noch. Welchen Kontakt hast du zu deinen Eltern? Da möchte ich ein bisschen ausholen. Für mich hat Familie nicht immer diesen Stellenwert gehabt wie heute. Ich habe das dann durch intensive Gespräche mit dem Herrn Kamper und mit der Frau Kamper dann irgendwann einmal feststellen dürfen, was für Glück, dass ich habe, dass ich beide Eltern noch habe, die in dieser Erdenwelt leben. Und da war großes Umdenken für mich und ich bin heute so froh, dass ich meine beiden Eltern habe. Ich sage, bin ich doch jetzt dann so mal 54, das ist doch nicht mehr so ganz normal. Und ich schätze sie, ich wohne ungefähr 2 Kilometer entfernt. Wir telefonieren ein paar Mal in der Woche, ich fahre mindestens einmal in der Woche vorher rüber und hilft der Mama, bin ein bisschen natürlich auch ein bisschen, gerade so in Corona-Zeiten, ihr humorvoller Teil, damit es ein bisschen was zum Lachen hat und damit es zum Kudern hat. Der Papa, der ja, sage ich mal, durch seinen Schlaganfall Pflegefall ist, freut sich sehr, wenn man kommt. Und das ist schon, was ich lernen habe dürfen und schätzen habe dürfen, zu lernen, dass ich bewusst das erlebe, dass meine Eltern da sind. Und bin ich sehr, sehr glücklicher darüber. Ich möchte aber noch zusätzlich sagen, dadurch ich ein geborenes Einzelkind bin, habe ich mir so ausgesucht, und die Barbara hat sich genau dasselbe ausgesucht, ist die Familie etwas kleiner, als wenn wir Geschwister haben. Und durch habe ich auch für mich jetzt persönlich die Familie, den Ausdruck Familie auch für mich erweitert. Für mich sind auch sehr, sehr, ich habe Freunde, die jetzt, dann bin ich, wie gesagt, 54 und kenne den seit 48 Jahren. Auch das ist für mich Familie. Da fährt er mit mir an die Ostsee, also haben wir es ganz gut gemacht, die 48 Jahre, wenn wir noch immer in Urlaub fahren. Und auch das ist für mich Familie. Familie ist auch für mich, wenn ich nach Felgen komme. Für mich ist es, wenn ich nach Felgen komme, ins Lichtzentrum, wie wenn ich nach Hause komme. Und das ist für mich Familie, wenn ich da meine Geschwister, ist jetzt übertrieben, aber es ist ein Gefühl der Familie ist für mich da. Also es ist für mich nicht nur jetzt dann diese Blutslinie für mich Familie, sondern es kann Familie auch außerhalb der Blutslinie selber definiert werden. Ja, ich nenne das Wahlfamilie. Ja. Und ich glaube, da sind wir ja alle in dieser Wahlfamilie, sind wir ja alle eingebunden. Das ist eine gewählte Familie, die von Herzen aus auch noch einmal gewählt ist, da kann ich entscheiden, wen ich in dieser Familie haben will und wen nicht. Gell? Und ich finde, gerade eben in Feldenhunden, wo ich auch meine Wahlfamilie habe, die für mich ja ganz was Besonderes sein, so wie ihr seid, für mich ganz was Besonderes, weil ihr zu meiner Wahlfamilie gehört. Und das ist wunderschön, dass das einfach, auch wenn wir uns lang nicht sehen, trotzdem diese extreme Bindung da ist, den man oft nicht einmal zu seiner Wurzelfamilie hat. Also das ist schon schön, finde ich. Ja?
Jetzt ist schon mehrmals das Stichwort mentales Lichtzentrum Felden gefallen und es ist tatsächlich wie Heimkommen, wenn man da unten hinkommt. Man macht die Tür auf, geht einen Schritt hinein in das Gelände und wird schon lachend begrüßt, weil man einfach nur da ist. Und das ist das Wunderschöne. Jetzt das Aushängeschild vom mentalen Lichtzentrum ist das Karma-Bereinigungsritual, das die Ingrid erfunden hat, das die Ingrid mit der Isabella, mit unserer Talk-Queen, forciert und durchführt. Jetzt hast du zuerst erzählt, du hast deine Eltern früh verloren. Ein wichtiger Teil des Karma-Bereinigungsrituals ist, dass man Liebesbriefe an seine Eltern vorliest, dass man seinen Eltern verzeiht. Wie ist es da mit dir gegangen? Was hast du gemacht? Hast du zum Beispiel am Grab mal einen Brief vorgelesen? Wie bist du damit umgegangen, dass deine Eltern, dass du ihnen das nicht mehr persönlich sagen hast können, was du gern gesagt hättest? Also ich bin, natürlich gehe ich ans Grab auch, aber für mich hat das jetzt ganz eine andere Bedeutung. Wenn ich einen Liebesbrief schreibe und liest, dann habe ich habe meine Eltern ja immer im Herzen. Da brauche ich nicht ans Grab gehen und das dem Grabstein vorbeten oder vorlesen, sondern da setze ich mich auf meinen Ritualplatz. Ich habe sowieso Bilder von meinen Eltern und dann schaue ich mir die Bilder von meinen Eltern an und dann sage ich das ihnen. Und das ist aus meiner Sicht sollte jeder schätzen, der seine Eltern noch hat, der den Liebesbrief persönlich vorlesen kann oder vortragen kann oder die Liebe selber sagen kann. Weil zu den Eltern zu sagen, ich liebe dich, ist ganz eine besondere Schwingung, finde ich. Weil ich habe selber ein Kind und das von meinem Kind zu hören, es gibt nichts Schöneres als zu hören, ich liebe dich. Ich mag dich und ich habe dich lieb, sind verniedlichte Arten, ist auch eine Art Liebe, aber es ist nicht diese Wertschätzung in der Liebe. Viele sagen aber, dass ich liebe dich gehört nur unter Liebespaare oder so. Und ich finde, das wird voll schwer genommen überhaupt, weil Liebe hat nichts mit nur einem Menschen zu tun. Die Liebe fängt ja bei sich selber an, bei der Eigenliebe. Ich liebe mich. Erst wenn ich mich liebe, kann ich den anderen lieben. Und deswegen ist es egal, ob die Eltern noch leben oder nicht, die Liebe habe ich ja, die trage ich ja im Herzen für meine Eltern. Und jetzt mehr denn je, weil jetzt durch die Karma-Bereinigung habe ich gelernt zu verstehen, warum meine Eltern so gar nicht anders handeln haben können, warum sie so gehandelt haben, warum ich so handle oder warum mein Kind so handelt. Diese ganzen Generationskarma werden da bewusst gemacht. Und das ist eben schön, wenn man das direkt mit den Eltern gleich noch machen kann. Deswegen sage ich immer, nutzt das bitte, wenn ihr es noch könnt. Und festgestellt wird es aber erst, wenn man es nicht mehr kann. Also das hat schon eine Energie. Gott sei Dank habe ich meine Geschwister, mit denen ich das machen kann. Aber es ist eben von den Eltern her gesehen, ist das, glaube ich, schon was Tolles, wenn ich das persönlich machen kann. Ich gehe auch manchmal auf den Friedhof und stehe draußen und sage mir, danke, dass ich mir euch als Eltern ausgesucht habe. Und es war toll mit euch, aber es ist halt die persönliche Energie fehlt schon. Ich würde gerne zum Familienverband noch was dazu sagen. Auch ein Haustier gehört meines Erachtens zum Familienverband. Also unser Rauhaardackel ist ein vollwertiges Mitglied in unserem Familienverband. Und natürlich in dem Stellenwert eines Tieres, aber sie ist ein vollwertiges Familienmitglied. Und ich glaube, so kann man Familie definieren, dass es nicht nur Vater, Mutter und die Geschwister sind, sondern dass Familie sehr weitschichtig sein kann. Ne? Hört der Rauhaardackel an die Ostsee? Nein, der Rauhaardackel bleibt beim Christoph. Also du musst einen Partnerurlaub sozusagen. Ja. Gitta, wie schnell hast du deinen Eltern den Liebesbrief vorlesen können oder wie leicht ist es dir gefallen, vor dem Karma-Ritual und nach dem Karma-Ritual zu deinen Eltern zu sagen, ich liebe dich? Das ist sicher ein himmelhoher Unterschied gewesen. Weil allein an dem Wochenende, wo ich das Karma-Seminar gemacht habe und das Ritual erlernen durfte, ist gefühlt ein Gebirge von mir abgefallen. Da durfte ich schon sehr, sehr viel lösen und habe sehr viele Sachen kennenlernen und verstehen dürfen und auch viele Blickwinkel ändern. Und ich durfte sehr zeitnah meinen Eltern die Liebesbriefe vorlesen und das war ein sehr, sehr beeindruckender Moment. Meine Eltern leben ja getrennt, das heißt, es war dann auch ein getrenntes Happening, also Ereignis. Und das ist mir sehr, sehr nahe gegangen und meinen Eltern auch. Und es war so ein erster Schritt in Richtung uns gegenseitig überhaupt regelmäßig und mit wirklichem Gefühl, ich liebe dich zu sagen und gegenseitig die Wertschätzung und Liebe auszudrücken. Und immer wieder ein Schritt mit jedem Karma-Löschen aufeinander zuzugehen,
sich gegenseitig auch zu verzeihen und mehr Frieden im Familienleben zu schaffen. Auch wenn wir nicht mehr beieinander wohnen, weil natürlich jeder irgendwo seinen Weg gegangen ist und sein Leben führt, ist doch eine ganz andere Verbindung da, die eben ja auch durch das, was ich ausstrahle und das, was ich lernen habe dürfen und vor allem die Dankbarkeit, die ich lernen habe dürfen meinen Eltern gegenüber, was die alles für mich gemacht haben und heute noch machen, das ist einfach eine wunderbare Sache. Das habe ich früher sicher gar nicht so gesehen oder auch sehen wollen. Werner, wie geht's dir mit diesen Schlagworten Ruhe und Gelassenheit? War lange Zeit für mich ein theoretischer Ausdruck. Ich hab's aber dann doch lernen dürfen, dass viele Dinge heute in Ruhe und Gelassenheit von mir gemacht werden. Dass viele Dinge gar nicht so wichtig sind, wie man glaubt. Und dass viele Dinge, wenn man an die göttliche Führung glaubt, dass man die mit einer gewissen Ruhe und Gelassenheit ohne weiteres machen kann. Man kann nicht alles lenken, man kann nicht alles entscheiden, man kann nicht alles richten. Es gibt Dinge, die werden für jemanden gerichtet und das meine ich damit eben diese göttliche Führung. Und ich glaube, wenn man die göttliche Führung vertraut, dann darf man in Ruhe und Gelassenheit sich bewegen. Ich würde aber noch gern kurz zu dem Esmofim, war das sehr, sehr interessant, was die Gitta vorher gesagt hat mit dem Kammer löschen, mit dem Ich liebe dich. Ich möchte mich da jetzt an Ordnung gestehen, ein bisschen über ein Jahr braucht. Ich habe es nicht zusammengebracht. Und irgendwann habe ich mir dann meinen ganzen Mut zusammengefasst, dann bin ich zu meinen Eltern gefahren und dann irgendwann habe ich so einen Knädel drinnen gehabt, dann sind Tränen gekommen und dann habe ich es irgendwie einmal rausgebracht. Mama, Papa, ich liebe dich. Und das hat mir dann, ich habe das erst dann wieder nachher gegangen. Meine Eltern waren total gerührt und jeder hat Tränen in die Augen gehabt, dem sie gar nicht auskennt, was jetzt los ist mit dem Buben. Ne? Und dann, wie ich rausgegangen bin, dann habe ich erst verstanden, dass das ein wunderbarer Beigeschmack war, dass sie meine Eltern sehr gefreut haben. Aber ich habe es für mich gemacht, was für ein tolles Gefühl das war, wie ich dann aus dem Haus rausgegangen bin, wie ich mich gefühlt habe, dass ich das für mich gesagt habe. Und das wollte ich jetzt noch dazu fügen. Ja, es gibt ja auch immer zwei Seiten. Ich meine, ich darf das von meinem Vater erzählen. Mein Vater hat mal reingeschaut, wie Omnibus, wie ich zu ihm gesagt habe, ich liebe dich. Der hat gar nicht gewusst, wie er reagieren soll. Das war für ihn eine große Herausforderung, weil man muss jetzt auch ehrlich sein, man sagt es jetzt nicht mehr so oft als Jugendlicher. Zumindest war es bei mir so. In meiner Jugendzeit bin ich nicht am Morgen zu meinen Eltern gesagt, ja, übrigens, ich liebe euch, gut, dass ihr da seid. Das war bei mir jetzt weniger so, ich gebe es offen zu. Ja, das stimmt wirklich, gell? Du, und es ist aber auch so, ich habe bei meinen Geschwistern, es ist ja unter den Geschwistern ja auch nicht üblich zu sagen, ich liebe dich. Ne? Und eine meiner Schwestern, also ich habe 5 Schwestern, und eine meiner Schwestern, der habe ich das gesagt, die hat gesagt, du bist der erste Mensch, dem ich das sage. Also nicht dem Partner gegenüber, sondern einer Schwester oder überhaupt jemand anderen, ich liebe dich. Sie war damals zu dieser Zeit 68 Jahre und hat das erste Mal gesagt, bei dir war sie, wenn du das sagst, du meinst es ehrlich. Und das war auch so eine schöne Energie, weil sie durch mich gelernt hat, auch zu sagen, ich liebe dich als Schwester. Ich liebe dich, Schwester. Schön, dass du meine Schwester bist. Und überhaupt die Worte der Liebe sind eine Streichleinheit für den Menschen, fürs Ego, für die Seele, für alles ist das eine emotionale Streicheleinheit, sage ich. Und das ist das Schönste, was es gibt. Gell? Man muss sich mal vorstellen, mein Vater ist ein 38er-Jahrgang. Oh. Der ist ein Kriegskind. Der hat ja in seinem Leben sehr viel Schwere mitbekommen. Und da ist das, ich liebe dich, sagen, das war halt nicht so üblich in seinem Wortjargon. Und welche Leichtigkeit, dass wir erfahren dürfen, dass wir über Gefühle überhaupt reden, das war in dieser Schwere, wo mein Vater in dieser Kriegszeit aufgewachsen ist, das hat keiner gemacht, die haben ganz andere Probleme gehabt, ne? Und ich bin halt sehr stolz, dass wir auch jetzt in dieser Generation leben,
wo man auch umdenken darf und auch über Gefühle sprechen darf. Die Kinder, also die so wie der Christoph oder so wie die Emma sowieso, die gingen mit so einer Normalität mit Gefühlen um. Die haben die das nicht lernen müssen, sondern die haben das die haben das mitgekriegt, seit sie inkarniert sind. Ne? Aber geht ein bisschen, aber ein bisschen Neid. Darfst du zu deinen Eltern als Jugendlicher zumindest sagen, ihr habt die lieb oder ich habe euch lieb? Ich? Ja, Gitta. Achso, das habe ich nicht gehört, dass es an mich ging. Ich habe dich lieb, kenne ich aus meiner Kindheit oder ist das, was ich erinnere? Ich liebe dich eher nicht, wo auch eben halt so Gefühlsausbrüche, sage ich jetzt mal im Positiven, eher nicht so waren. Also es war halt alles ein bisschen limitiert naturgemäß. Meine Eltern sind 43er Baujahr, die sind da nicht so weit weg vom Papa, vom Werner oder von den Eltern von Werner. Also das ist sehr nachvollziehbar. Als Jugendlicher war das für mich überhaupt nicht nachvollziehbar und gedacht habe, was ist mit denen los? Weil ich halt einfach da schwer in der Verurteilung war und die müssen das besser können und überhaupt, also da auch sehr ignorant war, weil ich überhaupt nicht den Ansatz hatte, darüber nachzudenken, warum sind die so, wie sie sind. Und wenn ich mich damit beschäftigt habe, bin ich halt hauptsächlich in der Mentalebene geblieben, also im Hirn und nicht im Fühlen. Also da war keine Mitgefühl und Toleranz und Verständnis für meine Eltern, warum sie sind, wie sie sind und was sie machen. Und gerade heute, jetzt noch viel mehr, wo ich selbst Mutter bin, lerne ich immer wieder, warum vieles so ist, wie es ist oder wie es gewesen ist. Und verstehe viele Sachen viel anders und habe einen ganz anderen Blickwinkel und bin sehr dankbar um dieses Karma-Löschwerkzeug, damit ich dann da auch einfach diese früheren negativen Gefühle und vor allem Verurteilungen rausarbeiten kann und dann in die Verzeihung und um Verzeihung bitten kann und vor allem in die Dankbarkeit gehen kann. Jetzt möchte ich nochmal die Brücke zurück zur Ruhe und Gelassenheit schlagen. Isabella, wie leicht tust du dir mit Stress abbauen? Ich bin nicht wirklich ein gestresster Mensch. Stress kenne ich in dem Sinne da. Ich liebe es, wenn ich immer durch zu tun habe, das mag ich sehr gerne, aber das ist für mich nie ein Stress. Stress, nein, kenne ich nicht wirklich. Stress, wenn jemand anders einen Stress hat, sehe ich das gleich, ja. Das ist sofort sichtbar, gell? Das ist, die Aura reagiert ja ganz anders. Wie schaut die Aura denn aus? Bei Stress, total unruhig, grau, die spritzt so. Das ist so ähnlich wie, stell dir vor, ein Sternspritzer und das in grau. Das ist die totale Unruhe. Ja. Speziell jetzt aus dem Kehlkopfchakra oder überall außer? Es geht nicht von einem Punkt aus so etwas. Es geht nie von einem Punkt aus. Egal, was für eine Emotion das ist. Weil dann würde ich sagen, okay, wenn ich jetzt negative Gedanken habe, dann müssen wir. Es spült ja immer das ganze System zusammen, weil der Stress wirkt sich ja nicht beim Kehlkopf alleinig aus, sondern wenn ich gestresst bin, wirkt sich das im Solarplexus zum Beispiel aus. Oder da oben da mit meinem Ratatata, ihren Wichserei sozusagen, wo ich dann denke, das muss ich noch, dann müsste das ja da auch sein. Oder im Sakralchakra, weil ich Stress bin, dann bin ich ja so beweglich, nicht? Also beweglich in einem anderen Ort, als wie nicht positiv gesehen, sondern ich bin einfach unruhig. Und das wirkt sich, wie gesagt, im ganzen Chakrensystem aus, nicht nur in einem Chakra. Gitte, in welchem Bereich in deinem Leben hast du jetzt viel mehr Ruhe als früher? Ich glaube, das kann ich auf alle Bereiche niederlegen, weil ich schon mich gern stressen habe lassen. Das ist ja immer meine Entscheidung, ob ich das tue oder nicht. Das ist auch meine Einteilung von meiner Zeit. Und wenn ich dann immer alles am letzten Drücker mache, dann ist es tendenziell eher stressig, als wie wenn ich halt das ein bisschen besser einteile und schaue, dass ich es zeitgerecht hinbringe und dann halt auch immer wieder noch Pausen einplan. Oder auch halt der Umgang gerade mit meiner Tochter, die ja ein sehr schöner Spiegel und Karma-Bringer ist für mich. Da kann ich dann entscheiden, gebe ich ihr die Macht, mich aus der Ruhe zu bringen oder nicht. Zugegeben ist, sie schafft es immer noch wieder oder ich erlaube es immer noch wieder.
Auch hier wieder dankbar für dieses Werkzeug, um dann wieder aufzuarbeiten und zu schauen oder auch zum Überprüfen, wo bin ich noch nicht in die Veränderung gegangen, wo mag ich vielleicht das Gefühl auch immer noch wieder haben, weil ich bin es ja so sehr gewöhnt. Das sind alles so Sachen, wo einfach überprüft sein dürfen. In meinem ganzen Leben ist in den letzten Jahren viel, viel mehr Ruhe und, will nicht gerade sagen Ordnung, aber Gelassenheit eingetreten. Ja, ganz klar, weil ich es mir mehr wert bin, darauf zu achten, dass ich es vermeide, mich stressen zu lassen. Das Kehlkopfchakra, und da bin ich, bitte, bitte, Isabella. Was macht denn Stress mit dem Körper wirklich? Stress macht den Körper ja krank, ne? Und wir haben ja gelernt, genau das zu vermeiden, dass wir uns in irgendeiner Situation, dass wir drinnen bleiben. Sagen wir so, eine kommen da mal schon, aber dass wir damit das dann auflösen und dass wir aus diesen Situationen, stressbedingte Situationen aussteigen, weil Stress ist ja Energie. Energie die abgeben an irgendeinen anderen, an eine andere Sache, das ist, bringt man nichts, bringt man im Endeffekt gar nichts. Ne? Und die Gita hat das jetzt ganz toll gesagt, das ist ja bei mir früher auch so gewesen, alles auf den letzten Drücker zu machen, mich selber unter Stress zu setzen. Aber für mich ist das jetzt auch der Fall, aber ich habe damit keinen Stress mehr. Sondern ich sage, dann ziehe ich das in einen durch, das brauche ich auf eine gewisse Art, aber es ist für mich kein Stress. Sondern ich bin da effektiver in der Arbeit. Dass ich sage, ich setze mich zur und ziehe das in einen durch, wo ich früher auf 3 Anläufe zur gesessen bin und gesagt habe, das war für mich eher stressig. Also wenn ich das jetzt auf Anzug durchmache und sage, okay, aber nicht im Stress, sondern einfach effizient arbeiten, in dem Fall durcharbeiten. Und ich darf halt auch überprüfen in Lebenssituationen, was stresst mich, wenn mich jetzt meine Arbeit extrem stresst, obwohl es scheinbar gut ist oder scheinbar in Ordnung ist, dann mag ich halt auch anschauen, bin ich ehrlich zu mir, ist das wirklich das, was ich machen möchte? Und gegebenenfalls darf ich nach wirklich ordentliche Überprüfungen halt einfach auch schauen, dass ich eventuell eine Veränderung in Erwägung ziehe. Ist möglicherweise für viele so, oh, um Gottes Willen. Nein, es ist zu überprüfen und dann, wenn die Entscheidung gefallen ist, dann geht es auch mit Sicherheit leicht. Und es kann ja so sein, dass es ein vorgelebtes Muster ist, das im Endeffekt nur übernommen wurde, weil, was weiß ich, die Eltern oder der Vater oder die Mutter, wer auch immer, Geschwister, Stress vorgelebt haben. Das heißt, die ewig unter Druck waren, unter Zugzwang und. Dann ist das schon fast normal, dass man das sieht. Und das macht man dann im Endeffekt als Muster karmisch, wird es nachgelebt, nicht? Weil das in unseren Zellen auch so gespeichert und geprägt ist. Da kann ich von mir selber erzählen, ich habe das Muster perfektioniert, dass ich alles am letzten Drücker gemacht habe. Also Hausübung Deutsch als Beispiel, schreibt einen Aufsatz bis nächsten Donnerstag. Am Mittwoch auf Nacht hat der Michael sich dann hingekauft. Und ich habe mir dann selber eingeredet, anders kann ich es gar nicht. Und jetzt darf ich dann wieder Ausbildung machen und dann darf ich das Muster liebevoll verändern. Aber es ist, man hört es oft im Außen. Ich brauche den Kick, dass ich es machen muss. Aber das ist ja nichts anderes, wie den Körper unter Stress setzen. Und Ausrede. Ja, apropos Ausrede, wir sind ja immer noch im Kehlkopfchakra. Werner, das Kehlkopfchakra an und für sich steht vor allem im positiven Bereich für liebevolle Kommunikation. Jetzt haben wir heute schon ganz oft geredet über ich liebe dich. Das kann ich natürlich sagen, ich liebe dich oder ich liebe dich. Was kommt bei dir besser an? Das Erste. Ich liebe dich. natürlich das Zweite. Es geht halt um eine generell liebevolle Kommunikation. Ich glaube, man darf sich oft überlegen, wenn man wirklich will, dass der andere das annehmen darf, dann darf man diese Frequenz wählen in den Worten, damit er es auch annehmen kann. Ich kann mich natürlich jetzt beschweren, der hat sowieso, das habe ich schon 5-mal gesagt und er versteht das noch immer nicht. Oder ich darf bei mir in meiner Kommunikation einmal überlegen, ob es wirklich der andere ist oder ob ich nicht die Worte wählen kann, damit er eben es versteht. Und jetzt kann ich mir dann überlegen, was mir wichtiger ist, dass ich mich beschweren darf, dass er es nicht versteht oder der Wunsch doch groß genug ist, dass er es versteht. Es geht in der Beziehung genauso, das, mit Kindern genauso, mit Mitarbeitern genauso. Es geht um die Frequenz, dass der andere es annehmen kann.
Und jetzt kann man sogar so weit gehen, dass man sagt, okay, es ist ein gewisser Egoismus dabei, dass ich die Frequenz so wähle, damit er eben es versteht, damit es mir gut tut. Jetzt möchte ich gleich eine Zusatzfrage an dich richten, Werner. Du bist selbstständiger Geschäftsmann, du bist big in business. Was tust du jetzt mit einem Kunden, der nicht zahlen möchte? Ich habe das schon mal gefragt, aber es passt einfach ganz gut wieder ins Kehlkopfchakra. Wie liebevoll ist deine Frequenz dann? Aber beim ersten Mal noch sehr liebevoll, weil ich gehe davon aus, dass er es ja vergessen hat. Beim zweiten Mal darf man aber die Frequenz dann so wählen, dass man merkt, dass das jetzt Schluss ist. Auch das ist bewusst, die Frequenz zu wählen. Es gibt ja, wenn Geld nicht fließt, dann darf man es so formulieren, damit der andere weiß, so, jetzt ist genug, jetzt ist Schluss, jetzt ist sogenannt Stopp. Und das ist Stopp zu sagen. Es ist eine Leistung erbracht, die Leistung war okay, die Leistung ist mängelfrei, jetzt darfst du auch die Leistung auch bezahlen. Und aber natürlich geht man davon aus, beim ersten Mal, wenn man vielleicht einmal telefoniert oder so, sage ich immer, es wird vergessen worden sein und dann wird man das noch freundlich sagen und es reicht da zu 90%. Und die anderen 10%, denen muss man ganz einfach auch irgendwann sagen, mal stopp. Und wenn das auch nichts nutzt, dann muss halt irgendwann einmal ein Inkassobüro oder sowas halt her. Ne? Das liebevolle Kommunikation, das soll ja nicht bedeuten, dass man sich jetzt dann auf Deutsch gesagt von jedem Kopf scheißen darf, sondern es geht ganz einfach, liebevolle Kommunikation heißt, man wird immer eine liebevolle Kommunikation suchen, wenn sie auch angebracht ist. Aber es gibt Situationen, wo man auch irgendwann einmal Stopp sagen darf. Sonst schluckt man das Ganze runter und dann haben wir wieder das graue Kehlkopfchakra. Und so ein Holz, gell? Und hin und wieder darf das Ventil auch ein bisschen aufgehen, wo ein bisschen was rausgeht. Jetzt habe ich es schon in vielen Gelegenheiten gesagt. Ich sage es auch an dieser Stelle wieder. Isabelle, ich kenne keinen Menschen, der in dieser liebevollen Frequenz reden kann wie du. Danke. Und ich will jetzt gar nicht über liebevolle Kommunikation mit dir reden, sondern ich möchte fragen nach deiner Kindheit. Ist diese liebevolle Kommunikation, diese Frequenz, die du rüberbringst, die da eins zu eins ins Herz reingeht, was zu 90% wunderschön ist, zu 10% karmisch zu bearbeiten ist, je nachdem, welchen Sinn du hast, du schreist ja dann auch nicht, sondern du sagst es gleich liebevoll. Ist es etwas, was du als Kind schon können hast, dass du immer liebevolle Frequenz anschlagen hast können? Ja. Als Kind habe ich überhaupt nicht gesprochen. Das heißt, ich habe mich gar nicht ausdrücken können. Meine Eltern oder meine Mutter vor allem hat immer gesagt, mit dir kann man nicht reden, du blärst immer gleich. Also ich bin so nahe am Wasser gebaut gewesen, immer schon. Und ich habe das habe ich mir angeeignet, weil ich immer gesagt habe, wie möchte ich behandelt werden? Und was will ich, so wie der Werner früher gesagt hat, was soll beim anderen ankommen? Nur was von Herzen kommt, kann das Herz des anderen erreichen. Und ich sage immer, wenn ich mit jemandem arbeite, und ich sage, sprich mir das einmal nach, egal, es geht jetzt um, von mir aus, ich liebe dich, so wie du früher gesagt hast. Und dann sage ich, und jetzt gehst du ins Herz und sprich diese Worte vom Herzen heraus. Nicht vom Mund heraus, nicht vom Kehlkopf, sondern aus dem Herzen. Und dann wird die Kommunikation ganz ein anderes sein. Die Schwingung, die Frequenz wird ganz ein anderes sein. Und ich vergleiche das ganz gern mit meiner Arbeit mit den Stimmgabeln oder mit den Klangschalen oder mit Musik. Es ist egal. Es gibt eine Technomusik, die wird das Herz in dem Sinn so nicht erreichen, als wie eine romantische Musik. Es kommt auf den Menschen drauf an, aber ich glaube, dass eine romantische Musik eher ankommt beim Herzen des anderen, als wie so eine harte Technomusik. Und mit den Worten ist es genau das Gleiche. Was lege ich in meine Stimme hinein? Ich kann auch eine liebevolle Kommunikation haben und trotzdem ernst sein dabei. Also das heißt nicht, dass das eine das andere ausschließt, sondern es geht wirklich, wenn du sagst, ich habe weiche Kommunikation, ich kann auch eine sehr harte Kommunikation führen. Immer, was will ich erreichen, wenn ich karmisch arbeite? Kann ich nicht immer liebevolle Kommunikation haben, sondern da ist genau das Gegenteil der Fall, weil da muss ich was hochholen bei dir. Und deswegen ist es nicht angeboren, sondern erlernt, aber ich muss es trotzdem fühlen, weil manche Menschen können das nie lernen.
die bringen das nicht so, in seiner Stimme Weichheit hineinzulegen. Und ich glaube, das gehört aber auch, egal ob Mann oder Frau, das ist eine emotionale Geschichte. Und wir können nicht, sind nicht emotional, können es aber lernen. So wie ihr, habt ihr ja auch vieles dazugelernt, was Emotionen betrifft, wo du zuerst auch nicht gewusst hast, dass du das überhaupt kannst. Und trotzdem funktioniert es. Und meine Mutter war eine sehr, sehr emotionale Frau. Also die, nur ein Beispiel, mein Bruder hat seine Freundin nach Hause gebracht und die sind lieber mit meiner Mama zusammengesessen und haben geplaudert als bei meinem Bruder. Und das habe ich übernommen auch von meiner Mutter, weil es einfach, meine Mutter war so und das habe ich schon übernommen. Aber es ist schon eine eigene Gefühlssache, wie ich das auslebe. Ich möchte kurz noch was dazu sagen, auch nochmal zur Frequenz. Wenn wir vorher über Haustiere gesprochen haben, wenn man jetzt einen Hund hernimmt, einen Hund, den kannst du die schlimmsten Wörter sagen, wenn die Frequenz liebevoll ist, dann wird er schwanzeln. Mhm. Du kannst aber die liebevollsten Worte sagen, in einer sehr strengen Frequenz und in dem Ton, und der Hund wird nicht die Schwafelheit sein. Also da sieht man, wie wichtig die Frequenz ist. Die Frequenz ist oft, wie man ein Tier versteht die Worte ja nicht, ne? Aber das ist mindestens genauso wichtig wie die Worte. Ne? Mhm. Gitta, wie liebevoll kommunizierst du mit deiner Tochter? Je nachdem. sicher ist immer der Wille da, liebevoll mit ihr zu kommunizieren. Dann aber halt auch eben die Sache, wie lasse ich mich aus der Reserve locken fallweise? Wo habe ich erlaubt, dass mir Energie geklaut worden ist, die dann nicht mehr übrig ist, um die liebevolle Kommunikation aufrechtzuerhalten? Wo steckt ein Karma oder ein Spiegel dahinter? Das ist so eine Sache. Ich bin der Meinung, dass ich das recht gut schaffe, mit ihr liebevoll zu kommunizieren. Was für mich auch heißt, ihr deutlich die Grenzen zu setzen und vor allem auch meine Wahrheit zu sagen und auch ganz viel Bilder abzugleichen. Das ist für mich so ein ganz wichtiger Punkt, wo sie ja nicht wissen kann, was ich in meinem Kopf da so denke oder wie es für mich ist. Und wenn ich voraussetze, dass sie es weiß und mir nicht die Zeit nehme, ihr das klar zu erklären oder mit ihr auszukommunizieren, dann brauche ich mich am Ende nicht wundern, wenn dann irgendwas anderes rauskommt. Das ist für mich so ein klassisches Beispiel für dieses Bilderabgleichen. Das hat jetzt mit der Emma nichts zu tun, sondern mit meiner lieben Kollegin und Freundin Ulrike. Die, wir haben mal gesprochen miteinander und sie hat von einem Ventilator erzählt, weil sie irgendwo mal Entwicklungshilfe geleistet hat beruflich. Und sie hat gesagt, da war es so heiß und sie war so froh, wie sie endlich einen Ventilator gekriegt hat. Und für mich war völlig klar, das ist so ein Propeller an der Decke, der mit der Lampe integriert ist und macht dann da halt Wind. Und für sie war das völlig klar, nein, das ist so ein weißes Teil mit drei Beinen vom Boden hoch und dieses weiße Ding, wo dann so Luft macht. Das ist jetzt ein völlig unwichtiges und banales Beispiel. Heißt aber, die zwei unterschiedlichen Bilder, die wir gehabt haben, haben ein wirkliches Gespräch gebraucht, was dann am Ende sehr lustig war, wie wir das abgeglichen haben. Ah, so meinst du das? Ist nicht wichtig, hat auch keine Auswirkungen gehabt, außer dass wir herzlich gelacht haben. Das aber jetzt übertragen auf wirklich wichtige Sachen, führt dazu, dass wenn so unterschiedliche Bilder sind, die so gar nicht aufeinander passen, sehr, sehr viel Unfrieden, Missverständnisse und im Endeffekt Murks entstehen kann oder in größerer Dimension wirklich Kriege draus entstehen können, weil die Bilder nicht abgeglichen sind. Und aus meiner Sicht viele, viele Menschen sich die Zeit oft nicht nehmen oder die Fähigkeit auch nicht haben zu kommunizieren, so dass der andere versteht. Und das ist für mich auch so ein wirkliches Herzensding, so ein Herzensanliegen. Und ich versuche mir die Zeit zu nehmen und auch die Geduld, diese Bilder abzugleichen. Zugegeben, immer schaffe ich es auch nicht. Jetzt hat jede Medaille zwei Seiten und es gibt sehr viele positive Sachen im Kehlkopfchakra. Da haben wir jetzt schon über einige gesprochen. Es gibt aber auch ein, zwei negative und ich möchte jetzt ganz kurz streifen. Und deshalb möchte ich gerade ein Fremdwort in die Runde hineinwerfen. Werner, kennst du Sturheit? Ich bin komplett sturheitsbefreit. Gibt es das Wort überhaupt?
Natürlich, natürlich. Oft hat man es ja wirklich da vor den Augen hat man es. Jeder sieht schon, jeder lacht schon drüber und selber sagt man, na sicher nicht. Natürlich kennt man das. Es wäre jetzt wirklich eine Lüge, wenn ich sagen würde, nein. Die Sturheit ist aber heute eine wesentlich weichere Sturheit als wie diese verkorkste, harte Sturheit aus der Vergangenheit. Aber ja, die Sturheit gibt es nach wie vor. Gitta, wie oft ist bei dir, Madame Sturheit, zu Besuch? Ach ja, gelegentlich schaut sie schon mal vorbei, wenn die Komfortzone schon so komfortabel ist, scheinbar, dass ich da gerne noch ein bisschen bleiben möchte. Jedoch glaube ich, dass ich da auch recht konsequent bin, mich dann an der eigenen Nase zu packen, soweit ich es selber schaffe, es zu erkennen. Und fallweise darf ich mir natürlich auch Hilfe holen, um Madame Sturheit die Tür zu zeigen und rauszufinden, was steckt da dahinter, hinter der Thematik und dann eben auch in die Veränderung zu gehen. Bei mir ist es oft das Knie, das mich darauf aufmerksam macht, dass ich jetzt gerade irgendwo stur bin. Wie ist es bei dir, Gitta? Ja, ich bin dann schon passend zum heutigen Thema im Hals-Nacken-Bereich, dass ich da nicht so beweglich bin, also dass da dann auch ein Schmerz ist. Oder halt ein ganz toller Indikator ist da ganz klar die Emma auch, die mir dann halt immer und immer wieder irgendwelche Situationen oder Themen aufzeigt, wo man sagt, Herrschaftszeiten. Und wenn dann halt nach dem zweiten bis dritten Mal schimpfen keine Veränderung eintritt, dann darf ich halt doch schauen, was die Information dahinter ist. Ich habe jetzt bewusst kurz ein bisschen länger mit der Gitta geredet, weil es ist gleich 7:15. Ab heute ist wieder Relax mit der Aachensee Hacks, eine Meditation mit Gitta Klose. Wir dürfen dich ganz, ganz herzlich verabschieden, liebe Gitta. Es ist wunderschön, dass du wieder dabei warst. Und ich möchte jetzt doch mal sagen, was wir im Vorgespräch schon festgestellt haben. Es ist wunderschön, wie du heute angezogen bist. Ich meine, natürlich als Münchnerin möchte man dezent darauf hinweisen, dass jetzt bald Oktoberfest wäre, das ist klar. Aber trotzdem, im Dirndl haben wir dich noch nicht gesehen. Und in 14 Tagen ist der nächste spirituelle Talk, dann zum Thema, ich habe 3 Augen. What the hell is this? Drittes Augechakra. Würde mich freuen, wenn du dabei bist. Aber du kannst jederzeit wieder im Dirndl kommen. Und ich bitte dich um deine Schlussworte. Vielen lieben Dank, lieber Michael, dass du mich wieder eingeladen hast. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich wieder dabei bin. Danke an alle anderen Mittalker und die Zuschauer. Und ich freue mich jedes Mal, wenn wir wieder ein paar mehr Ideen oder Eindrücke oder Informationen weitergeben können. Und ja, wünsche euch einen wunderbaren Abend, noch fröhliches Weitertalken. Ich mache mich jetzt bereit für den Meditationsabend, den ich dann doch ein bisschen auch an dieses Thema anpasse, also Kehlkopfchakra, und würde mich freuen, wenn ihr euch dann noch reinklickt. Ihr könnt es auch jederzeit dann noch im Nachhinein auf meinem Facebook-Profil anschauen. Namaste. Ich liebe mich, ich liebe euch. Schön, dass es mich gibt. Schön, dass es euch gibt. Schön, dass wir gemeinsam inkarniert haben. Und bis Dienstag in 14 Tagen. Ich habe nur eine Frage zu Gitta. Findet der Meditationsabend auch im Dirndl statt? Ja. Wunderbar. Wunderbar. Weißt du, die Quoten gehen dann nach oben, oder wie? Die bayerische Biermeditation. Das wäre nochmal eine andere Geschichte dann. Da müssen wir mal noch drüber meditieren. Einen schönen Abend. Dankeschön. Ciao. Isabella, du als Heilerin, wir sind bei der Sturheit. Warum muss ich Knie zuerst sagen oder der Ellbogen oder warum schlagt dich die Sturheit auf die Gelenke? Weil Sturheit mit Beweglichkeit zu tun hat. Ich bin unbeweglich in dem Moment. Ich sage oder wir sagen ganz gerne, uns lässt nichts krank werden, außer die Sturheit, nichts zu verändern oder nichts verändern zu wollen oder nicht zu sehen, was zu verändern wäre. Es ist viel leichter zu sagen, na, das bin ich, das ist der andere. Das ist ja schon ein Teil der Sturheit. Und das legt sich dann in der Beweglichkeit in den Gelenken ab. Ein schönes Sprichwort sagt, ich kann mich nicht mehr beugen. Ich kann mich auch dem Leben nicht mehr beugen. Das heißt nicht, ich muss niederknien vom Leben, sondern ich darf annehmen, was ich bekomme. Weil im Leben habe ich nichts, was ich nicht brauche.
Nichts, was ich möchte, aber alles, was ich brauche, um mich weiterzuentwickeln. Aber das will unser Ego natürlich nicht hören und gibt allen anderen und jeglicher Situation die Schuld, nur nicht, dass ich das ausstrahle und dass sie das brauchen, dass ich es verändern könnte. Und diese Sturheit setzt sich dann in den Gliedern, in den Gelenken, im Nacken, alles, was beweglich ist, genau dort. Das bedeutet ja, stur, unbeweglich, unflexibel zu sein. Genau dort legt sich die Sturheit dann nieder. Und jetzt ist die Frage, will ich beweglich sein? Dann werde ich meine Sturheit anschauen und zugeben. Und der erste Schritt ist, ja, ich bin gerade stur. Das ist der erste Schritt. Und dann kann ich mir Hilfe holen und sagen, wenn ich es selber nicht finde, warum bin ich stur? Wo kommt es her? Und es ist so leicht, diese Dinge anzusehen und aufzulösen. Und ich würde mir halt wünschen, dass das jeder Mensch kann, bevor wir immer den anderen die Schuld geben und sagen, du bist es. Weil du bist es heißt, drei Finger zeigen zu mir und ein Finger zeigt zum anderen und einer von da oben habe ich es mit runtergebracht. So, jetzt möchte ich noch zwei Themen im Negativen streifen, bevor wir wieder ins Positive gehen. Und ich stelle jetzt jedem eine Frage zu einem negativen Bereich im Kehlkopfchakra. Werner, du bist Geschäftsmann, haben wir schon gesagt. Negativ ist Schwächere unterdrücken und Stärkere in den Himmel loben. Ist das etwas, was du lernen müssen hast, zu verändern im Laufe deiner Karriere? Nein, weil das habe ich Gott sei Dank von meinem Vater sehr stark mitgekriegt, dass das Kriechen, das ist ja nichts anderes wie Kriechen, den Untern denunzieren und nach oben hin zu kriechen. Das hat's in meiner Welt nie gegeben. Ich habe oft dadurch Widerstände gehabt. Oft bin ich dafür gelobt worden. Aber ich habe einen großen Vorteil dabei gehabt. Ich habe mir in dem Bereich immer in den Spiegel schauen können. Und es ist ganz einfach, nach unten hin zu denunzieren. Das ist ganz einfach, hinunter zu treten. Aber das ist keine Größe. Es bringt da nichts, nach oben hin zu kriechen, sondern authentisch zu sein, so wie du bist, so bist du. Und das ist auch im Halschakra, spricht deine Wahrheit aus. Nicht nur das, was nach oben hin gefällt, sondern spricht deine Wahrheit aus und sei authentisch. Und das ist, glaube ich, der Grundstein, um eben genau das nach oben zu kriechen und unten zu denunzieren, zu vermeiden. Ist in deinem Freundeskreis, wenn es vorkommt, sagst du dann dezent Stopp? Wenn jemand bei mir kriecht? Ja. Ich sage ihm, dass das jetzt aber schon ins Kriechen geht. Ja. Ich mag auch überhaupt nicht, wenn ich merke, im Beruflichen oder ich meine, Gott sei Dank habe ich Mitarbeiter, die es wird auch sehr gefördert, die Authentizität, heute bringe ich es außer das Wort, haben mir auch die Wahrheit zu sagen und ehrlich zu sein zu mir, weil was möchte ich? Möchte ich nur die schönen Worte hören? Dann okay, dann ist es die eine Seite, aber mir ist es ja viel wichtiger, um die Wahrheit zu hören. Wo gibt es denn ein Problem? Was können wir denn verändern? Was können wir denn anders machen? Es muss ja oft sich gar niemand jetzt dann mehr oder schwerer arbeiten, weil Veränderungen passieren. Man kann sie ganz einfach nur anders machen. Und dafür bin ich sehr, sehr dankbar meinen Mitarbeitern, dass sie in dieser Ehrlichkeit auch zu mir kommen und das auch zu mir sagen. Und noch Gott sei Dank gibt es das bei uns in der Firma nicht, dass da gekrochen wird. Also das würde ich auch erwähnen, dass das bitte zu unterlassen ist, weil ich bin ein Mitglied in der Firma wie jeder andere, nur habe ich halt einen anderen Tätigkeitsbereich, aber es hat jeder in der Firma seine Funktion und ohne der Funktion würde das Zahnrad nicht funktionieren. Isabella, der Klassiker im Kehlkopfchakra, im negativen, humorlosen Bereich ist Nein sagen, wenn man Ja meint und Ja sagen, wenn man Nein meint. Ist es ein Thema, das du früher auch verändern hast müssen? Oh ja. Oh ja. Ich habe immer ja gesagt, egal was war. Das Nein habe ich gar nicht gekannt. Also man muss ja funktionieren und wenn ich Nein sage, werde ich ja abgelehnt. Wenn ich Nein sage, werde ich nicht geliebt. Wenn ich Nein sage, dann wollen mir die Leute nicht um sich haben. Also das war für mich ein Wort, dass um dazuzugehören, habe ich das Ja
benutzt, ganz einfach. Ne? Und das kann ich jetzt gar nicht erzählen, noch, zu was ich alles Ja gesagt habe. Aber jetzt wird es interessant. Meine Gedanken, sorry. Ja, genau. Ja, hast auch vollkommen richtig gedacht. Und habe Dinge gemacht, die was überhaupt total gegen mich gegangen sind. Das heißt, ich habe immer so gehandelt, und das ist sehr interessant, weil ich genau das Thema heute mit einer Klientin in der Praxis gehabt habe, die mir dann geschrieben hat, danke, dass du so ehrlich zu mir bist und danke, dass du mir so richtig den Hintern aufgerissen hast und ehrlich warst, weil sie gesagt hat, sie hat es nicht gesehen. Sie hat es nicht gesehen, weil es ihr nie jemand sagt, ehrlich. Ne? Und jetzt hat sie die Chance, das zu verändern. Und bei mir war es aber auch so, wie ich mich ausbilden habe lassen, habe ich auch lernen dürfen, dass ich Nein sagen muss, um dem anderen zu helfen. Also ich habe damit, wenn ich immer Ja sage, kriegt der andere auch keine Lektion. Oder er lernt das nicht, was er lernen möchte, laut seinem karmischen Vertrag. Ne? Und das ist ja, glaube ich, keine Hilfestellung, sondern das ist im Endeffekt den Weg des geringsten Widerstandes zu gehen, wenn ich Ja sage oder wenn ich das tue, was der andere hören möchte. Das bringt ihm nichts und mir nichts. Ne? Ich werde mit der Zeit keine Achtung und Wertschätzung bekommen und der andere weiß nicht, was er zu verändern hat. Und das ist natürlich, ich finde, jeder Mensch sollte lernen, Nein zu sagen. Ich habe es lernen dürfen. Es war am Anfang ziemlich vieles aufzulösen, bis ich es zusammengebracht habe. Und die ersten paar Mal waren ein bisschen komisch, aber mittlerweile, es fühlt sich so mega gut an, das zu tun, was ich will und nicht, was von mir erwartet wird. Sonst lebe ich ja nicht mehr mein Leben, sondern dem anderen geht es gut und mir geht es schlecht. Und das soll niemals sein, dass es mir schlechter geht, nur damit der andere seine Ruhe hat. Aber ich habe mein Leben wirklich so gelebt, egal in welchem Bereich, ob das Partnerschaft war, ob das Arbeit war oder es war. Ich habe versucht, allen alles recht zu machen. Und dazu gehört natürlich das Ja-Sagen. Man muss sich nur mal vorstellen, was es bedeutet, Nein zu sagen. Es ist ja, wenn man Nein sagt, ist es sehr viel Angst dabei, abgelehnt zu werden. Ja, genau. Das ist ja die größte Angst. Und eben genau die allergrößte Angst ist, nicht mehr geliebt zu werden. Ist ja ein Teil der Ablehnung. Und genau der Punkt ist es, das haben wir schon als Kinder gemerkt, wenn wir trotzig sind und Nein sagen, ich will das nicht tun, dann hat es geheißen, geh in dein Zimmer oder keine Ahnung, was auch immer, und komm wieder, wenn du wieder brav bist, wenn du wieder gefügig bist, nicht? Oder wenn du wieder leicht zu handhaben bist. Und da war die Frequenz dann nicht so liebevoll. Ne? Das erste Mal, da haben wir so, das erste Mal, gehst du jetzt, das zweite Mal, willst du gehen, und das dritte Mal, jetzt steh, Papa. Und das ist genau die Energie, die man wollte ja auch oft brauchen. Weil beim ersten Mal lernen viele das nicht. Deswegen heißt es ja, das erste Mal liebevoll, das zweite Mal etwas schärfer und das dritte Mal knallen wir mit den Tieren und sagen, hey, jetzt wird Zeit zu handeln. So geh mit den Kunden, um die nicht zahlen. Genauso, ja, wie es jetzt Isabella gesagt hat. Ja, genau. So soll es auch sein. Und es ist ja eine alte Sache, dass man auch den Kunden das so zeigen muss. Nicht? Natürlich. Jetzt haben wir noch, natürlich gibt es noch mehrere Themen zu besprechen, im negativen Bereich, starke Schuldgefühle, Eifersucht, Selbstsucht, keine Eigenverantwortung. Wir switchen aber sofort, nachdem wir jetzt so lange negativ waren, retour in den positiven Bereich, und da habe ich große mentale Fähigkeiten mir herausgesucht, und da möchte ich gerne vorneweg schicken, kleine Werbung am Rande, der Werner macht ein Spiegelseminar am 2. Oktober. Jeder kann sich herzlich dazu anmelden. Jeder kann dabei sein, ein bisschen seinen Blickwinkel ändern, wenn er möchte. Große mentale Fähigkeiten. Ist gleich Werner Giefing? Fragezeichen. War das jetzt die Frage? Ja. 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 Es ist schon immer geschlummert, diese mentalen Fähigkeiten sind immer geschlummert. Ich war 30 Jahre, glaube ich, ein Eremit und habe gesucht, habe aber meinen Seelenhafen, wenn es das Wort überhaupt gibt, nicht gefunden. Ich habe vor 20 Jahren Einzelsitzungen gemacht, aber ich habe immer gemerkt, ich kann den Klienten nicht bis zum Ende führen, bis zur tatsächlichen Veränderung führen. Mir hat da was gefehlt, und darum bin ich so dankbar, dass ich eben das Werkzeug des Kammerlöschens kennengelernt habe und auch für mich diese persönliche Lücke schließen habe können.
Und diese mentalen Fähigkeiten gebe ich auch gerne im Mentalen Lichtzentrum Wien, auch am 2. Oktober im Spiegelseminar, sehr, sehr gerne weiter. Vor allem aber habe ich es begonnen für mich selbst, weil dadurch mein Leben sich massiv verändert hat. Und diese Freude, die ich habe über diese Veränderung von meinem Leben, möchte ich auch jetzt dann gerne an andere weitergeben. Isabella, eine positive Sache ist im Kehlkopfchakra eine liebevolle Beziehung zum inneren Kind, ein liebevoller Kontakt zum inneren Kind. Jetzt, du als großes Vorbild von uns allen, du als Lebenslehrerin, du als Voranschreitende, du hast natürlich ganz einen anderen Zugang zum inneren Kind als wir. Wir dürfen den wieder für uns entdecken, Schritt für Schritt. Wie bist du auf die Reise zum inneren Kind gegangen? Ja, das habe ich auch sehr, sehr spät gelernt. Also ich habe schon mit 17 Jahren habe ich angefangen, Seminare zu besuchen und habe Bücher gekauft und so weiter, den Kontakt zum inneren Kind zu suchen. Das war damals nicht so aktuell. Ja. Das ist erst in den letzten Jahren richtig, richtig aktuell geworden. Aber das Finden des inneren Kindes habe ich, das klingt vielleicht ein bisschen witzig, habe ich mit meiner Puppe gemacht. Ja. Also ich habe das so eine Puppe gehabt. Und im Endeffekt war das nichts anderes, als wie ich schon als Kind oder als Jung, wie alt war ich, 10, 11 Jahre oder so, habe immer meine Puppe im Arm gehabt. Heute, in dieser Zeit meiner Ausbildung, wo ich angefangen habe, vor 15, 16 Jahren, habe ich einen Pennybären, ich weiß nicht, den kennt ihr wahrscheinlich, den habe ich immer im Arm gehalten und mit dem habe ich meine Sachen besprochen und habe mir immer vorgestellt, das bin ich, ich halte mich selber im Arm. Ja? Und das innere Kind, ist ja etwas, was jeder anders empfindet. Also manche sehen das innere Kind in einer Größe von, ich weiß nicht, 6, 7, 8 Jahren. Der andere sagt, nein, ich bin nur ein Baby. Für mich ist das immer ein Baby. Ein Baby, das ich als Baby bin und mich im Arm halte. Da gehört jetzt ganz, ganz viel dazu, weil ich habe selber keine Kinder geboren. Und es ist natürlich ein anderes Gefühl, wenn man ein Kind einmal als ein Baby, das eigene, in den Arm hält. Das habe ich auch gehabt, aber es ist nicht mein Kind, mein Fleisch von meinem Fleisch gegessen. Und deswegen ist das für mich in jeder Hinsicht auch ganz eigene Sache, mit dem inneren Kind mich selber als zu haben, zu halten und zu sagen, ich gebe dem inneren Kind, ich gebe dem Baby das, was ich mir damals vorgestellt hätte, was ich gerne bekommen hätte. Ja? Und ich habe das meinem Sohn gegeben, ja? dass mein Sohn gekriegt hat. Aber wir geben ja immer, so wie bei unseren Kindern, geben wir den Kindern das, was wir selber gerne gehabt hätten. Und deswegen ist es auch so, mit dem inneren Kind ist es ja genau das Gleiche. Du wirst mit deinem inneren Kind bestimmt gleich umgehen wie ich mit meinem. Du gibst dem Kind das, was du dir vorstellst, dass du als Kind gerne gehabt hättest. Und das ist ja das, indem du dein Inneres stärkst. Es gibt ja verschiedene Arten des inneren Kindes, das kleine Ich, das erwachsene Ich, das Schulkind-Ich, das trotzige Ich, es gibt so viele seine inneren Kinder. Ja? Was für Kind nimmt man jetzt her? Gibt es bei dir das trotzige auch noch? Ja, das kommt oft her. Mit den Riano oft. Ja. Natürlich. Jetzt bin ich mal still. Das sind ja alles Teile von uns, die gehören ja zu uns. Es ist ja nicht so, dass das nicht zu uns gehört, sondern das ist so wie ein Puzzle, so wie immer. Und dieses Puzzle besteht aus verschiedenen Teilen, Anteilen von mir und alles gehört zu mir. Für das, was mir wehtut und mich verletzt, darf ich mir anschauen und aufarbeiten. Aber es gehört trotzdem zu mir. Es geht ja einmal ums Erkennen und Annehmen. Und erst dann, wenn ich etwas annehme, sei es das Trotzige, das Sture, was auch immer, es ist egal, ist das schon ein Teil der Heilung. Ja? Und wenn ich mit diesem Teil, das ich eben abgelehnt habe oder was abgelehnt wurde, ich dem Kind sage, du bist trotzdem in Ordnung, dann ist mein inneres Kind, das ich annehme. Ja? Weil wir sind ja für das abgelehnt worden, stur, trotzig und schlimm zu sein oder zu laut, zu aktiv, zu leise, was denn bloß alles, weil man nicht so waren, wie sie für die anderen bequem war. Und jetzt liebe dem Kind aber genau das. Du bist für mich bequem, auch wenn du laut bist. Du bist für mich in Ordnung, auch wenn du weinst. So wie es zu mir immer gesagt worden ist, ich weine zu viel. Na, ich bin in Ordnung, auch wenn ich weine, wenn ich zu viele Emotionen zeige. Und das ist mit meinem Kind, inneren Kind die Arbeit. Ja, dass ich das karmisch auflösen muss, selbstverständlich, weil das ja wehgetan hat und alles, was wehtut, ist ja ein Karma, das ich auflösen kann, damit
mein inneres Kind nachher wieder lustig sein kann. Aber trotzdem ist das ein Teil von mir. Ich weiß nicht, ob ich das jetzt richtig erklärt habe oder ob es verständlich drüber gekommen ist. Für mich schon. Ja, super. Ja. Für mich ist es wichtig, dass man das innere Kind immer nährt, ja. Vor allem mit Humor. Ja. Mit Humor, mit Spaß, damit eben so wie schön bei den Spielkarten das innere Kind nicht traurig ist und weint, sondern dass man es immer wieder mit Lächeln, mit Humor, mit einem Plätzchen im Schädel, egal wie alt das man jetzt ist, das Leben besteht nicht nur aus Vernunft, sondern das Leben besteht auch aus ein bisschen an Plätzchen das gilt auch, das innere Kind mit dem auch zu nähern. Und das innere Kind ist da sehr, sehr dankbar und nimmt es sehr dankbar auf, wenn einmal irgendwo sehr, sehr viel Humor und ein bisschen Blödsinn auch dabei ist. Genau, es ist ganz, ganz wichtig, dass das Kind zum Lachen zu bringen ist. Ja. Weil damit kommt man ja. dass wir Spaß haben. Und ich habe eine CD, ich habe zwei CDs. Und auf einer CD ist da eine ganz wunderschöne Meditation mit dem inneren Kind, wo das innere Kind genau das wieder lernt, nämlich, dass es lustig sein darf, dass es Spaß haben darf, dass es ungestüm sein darf, dass es singen darf. Und das ist ganz, ganz wichtig, eben genau das Gefühl dem Kind zu geben, es ist in Ordnung, wie es ist und es soll, es ist auf der Welt so, wie wir alle auf der Welt sind, um Spaß zu haben, um glücklich zu sein. Ja, das Leben ist nicht immer Spaß. Ja, aber ich kann daraus machen einen Spaß, oder? Ich habe es in der Hand. Und das ist das Wichtige dabei, dass ich mit meinem Kind richtig viel Spaß habe. Also im Endeffekt mit ihr richtig viel Spaß. Und du kannst 20 sein und das innere Kind ist traurig und weint. Und du kannst sehr 80 und du hast ein hervorragendes, grinsendes, lächelndes, strahlendes innere Kind. Es kommt darauf an, ob du es nährst und mit was du. Es nährt ja jeder, aber mit was man es nährt. Und genau. Das liegt an jedem selbst, mit was er sein inneres Kind nährt. Genau. Und das Schöne an der ganzen Geschichte ist der heutige Talk. Da haben wir bewiesen, dass wir ein negatives Thema mit Ja sagen und Nein meinen, positiv rüberbringen können. Mhm. Das haben wir alle drei mit einem Lächeln geschafft, alle vier mit einem Lächeln geschafft. Und das ist es, was so schön ist. Und Ungarn, ich sage es wirklich Ungarn, wir sind fast wieder am Ende angekommen. Wir haben jetzt schon eine Stunde miteinander verbracht. Jetzt frage ich dich noch, Werner, wann warst du zum letzten Mal intuitiv? Tagtäglich. Jetzt brauche ich schon ein Beispiel. Ich habe eine große Ausschauung. Der Christoph, mein Sohn, der hat BWL studiert. Und jetzt habe ich eine sehr, sehr große Ausschreibung. Und ich habe gefragt, okay, Christoph, schau, ist jetzt ein businessmäßig, was machen wir jetzt dann? Was tragen wir da jetzt für einen Preis ein? Der Christoph beginnt zu kalkulieren und ich habe gesagt, okay, intuitiv, ich habe das Gefühl, das machen wir dort. Den Preis geben wir ab. Ist ein Beispiel von Intuition. Ich habe mir jetzt ein Elektroauto gekauft, ohne zu wissen, ich glaube, das ist gut für mich, ich kaufe mir das, das ist eine Intuition. Ich habe mich nicht beschäftigt damit, jetzt dann mit Kilowattstunden und mit wie schnell ladet das oder sonst was. Ich habe das Gefühl, das ist jetzt gut für mich, immer das Kaufpunkt fertig. Und ich habe in der Firma businessmäßig viele Entscheidungen getroffen, wo die Zahlen gar nicht so dafür gesprochen haben. Und das waren die besten Entscheidungen, die ich intuitiv getroffen habe. Ich bin jetzt selber ganz innovativ und frage die Isabella, welche Geschichte erzählst du gerne, wo du intuitiv das Richtige gemacht hast? Ich könnte 100 Geschichten erzählen. Aber ich, dass ich da jetzt fixiere mich auf eine Geschichte, mir fällt gerade keine ein. Ah ja. ich lebe jeden Tag intuitiv. Das heißt, es kommt auch vor, dass ich sage, ich kriege heute eine Anmeldung herein, eine Gesprächs-, eine Sitzungsanmeldung. Und ich sage, ist das heute für mich jetzt richtig, wirklich richtig, obwohl ich die Zeit habe, intuitiv weiß ich, was ich brauche, was mein Körper braucht. Brauche ich Ruhe oder brauche ich Arbeit? Und da entscheide ich noch mein Innern. Da sage ich nicht, keine Ahnung, ich muss jetzt ein Geld verdienen oder sonst was, sondern ich entscheide für mich. Und das sind alles intuitive Entscheidungen. Kopfentscheidungen passieren mir fast nicht mehr, weil ich mich auf meine Intuition wirklich verlasse. Ich mache auf, den Kanal heißt es so schön, und sage, ist das gut für mich oder nein? Wie fühlt es sich an? Und wenn es sich gut anfühlt, in meinem Bauch richtig gut anfühlt
Und ich kriege ein klares Ja, man passt das. Und sonst, wenn ich nichts kriege, weiß ich, das passt nicht. Und egal, welche Entscheidung es ist. So, es ist die Entscheidung, fahre ich jetzt in die Stadt, es ist die Entscheidung, gehe ich walken oder gehe ich nicht walken. Das sind alles intuitive Entscheidungen. Natürlich kann ich auch hergehen und sagen, nein, ich lege mich um und ich tue nichts. Eine intuitive Entscheidung. Aber die Frage ist, ist es gut für mich? Isabella, gehst du jetzt noch walken oder nicht? Nein, heute nicht mehr. Ich habe heute also 7 Stunden durchgearbeitet und es war eine volle Energie, das ist so richtig schön, eine tolle Energie und ich habe jetzt Entspannungsarbeit. Ich lasse mir jetzt ein Wasser ein, lege mich in die Badewanne und tue relaxen. Eben ein gutes Beispiel, was mir jetzt eingefallen ist von Intuition. Jede Einzelsitzung ist pure Intuition. Ja. Jede Einzelsitzung ist pure Intuition. Wenn jemand kommt, wenn der Klient kommt, ich habe keine Ahnung, wie die Einzelsitzung verläuft, weil sie komplett intuitiv verläuft. Und es kann nach rechts gehen, es kann nach links gehen, kann in die Mitte gehen, nach oben gehen, nach unten gehen. Es kann rein in Energiearbeit gehen, es kann in einer Gesprächssitzung sein. Es kann so verschiedene Dinge sein, weil es rein intuitiv ist. Ich glaube, das ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, was Intuition bedeutet. Jede Heilungssitzung ist intuitiv. Ja. Ja, Herr Heiler. Ja, genau. Du warst das selber am besten, Michael. Gell? Nein, es ist jetzt, ja. Ich möchte von ganzem Herzen bedanken. Einerseits müssen wir jetzt doch ungern, aber wir tun es, den Werner 14 Tage in den Urlaub schicken lassen, tun. Dadurch wird er jetzt einen Talk versäumen. Aber das nehmen wir hin. Ich wünsche dir einen wunderschönen Urlaub in den Hansestädten. Ich hoffe, dass du deinen Wiener Schmäh trotz diesen deutschen Färbung jetzt behalten kannst. 14 Tage. Ich möchte mich von ganzem Herzen bedanken für diesen wunderschönen Talk, der heute wirklich, obwohl Kehlkopfschakra war, wir haben so viel geredet und miteinander geredet und ich habe ganz wenige Fragen gestellt und es war wunderschön. Ich möchte mal sagen, uns alle drei kann man buchen, in Einzelsitzungen, Kontakt, bei mir steht das sogar auf der Karte, das ist mein Telefon, meine E-Mail-Adresse, Isabella steht die E-Mail-Adresse da, den Werner kannst du auch kontaktieren über mlz.at zum Beispiel, kannst du zu einer Einzelsitzung zu uns kommen. Wenn du da jetzt denken solltest, die drei sind irgendwie sympathisch, die möchte ich mal gerne live erleben, am 24. September sind wir alle drei Tage im mentalen Lichtzentrum, da kannst du vorbeikommen und uns ein Bier trinken, dann können wir live mit dir reden. Die Isabella hat am Wochenende Numerologie. Stimmgabel, Körper, also Harmonisierung des Körpers mit Ölen und Stimmgabeln. Wo? In Velden. In Velden, im mentalen Lichtzentrum Velden. Da kannst du bei der Isabella einen Kurs besuchen. Kannst du die Isabella live und als Seminarleiter erleben. Und in 14 Tagen ist Karma-Auflösung, wenn jemand Interesse hat, seine karmischen Muster anzuschauen, um wirklich eine Veränderung in sein Leben haben zu wollen. Dann darf er ein bisschen in die tiefere Tiefe gehen und seine Karma-Muster auflösen, damit eine Veränderung möglich ist. Herzliche Einladung dazu von meiner Seite. So, das war das Kehlkopfchakra. Jetzt natürlich zu Gitter umschalten, ab 20 Uhr zum Nachtwolf. Ungeschminkt im Radio auf easysound.online umschalten. Lieber Werner, bevor du zum Urlaub fahrst, deine Schlussworte bitte. Also danke Michi, danke mal, danke, dass ich in den Urlaub fahren darf und dass ich da entschuldigt bin oder in 14 Tagen. Wenn du mir wieder einladest, dann bin ich dann nachher wieder sehr, sehr, sehr gerne dabei. Es macht mir dieses Format sehr, sehr viel Spaß. Ich hoffe, das Halschakra ist ein sehr interessantes Chakra, wie in jedem Chakra. Aber Kommunikation ist für uns Menschen ja sehr, sehr wichtig, dass für den Zuhörer, Zuseher da einiges dabei war und auch das Nein sagen zu lernen, authentisch zu sein, liebevolle Frequenz zu wählen, das, was dabei ist. Und wenn was irgendwo zum Nachdenken dabei war, dann freut es mich. In dem Sinn, danke für die Einladung. Tschüss, pfiat euch. Isabella, warst du heuer auch auf Urlaub eigentlich und uneigentlich? Ich bin alle 6 bis 8 Wochen auf Urlaub, 3 Tage in der Therme und nehme immer wieder so kurze Urlaube heraus, aber ich habe keinen längeren Urlaub geplant. Also mir ist lieber, ich mache so Kurzurlaube alle 2 Monate mal. Gell? Das gönne ich mir immer wieder, weil ich ja Energie tanken
darf in einem Thermenwasser. Und das ist einfach für meinen Körper totale Regeneration. Deine Schlussworte, bitte. Gerne. Danke, dass ihr dabei sein habt dürfen. Danke. Und ich, Michael, danke Werner fürs dabei sein. Und danke noch draußen fürs Zuhören. Wenn jemand Interesse hat, bitte Mentales Lichtzentrum St. Veit oder Energieoase Espisa, meldet euch. Was ich zum Kehlkopfchakra noch sagen mag, ist, lerne die Worte der Liebe wirklich auszusprechen. Lerne zu sagen, in erster Linie zu dir selber, ich liebe mich, ich bin wertvoll, ich bin und verdiene das Beste, den kantorischen Leitsatz. Das sollte tagtäglich zu deinem Sprachgebrauch gehören. Lerne, dich wirklich zu lieben, anzunehmen, so wie du bist. Und lerne auch den anderen Menschen, sprich deinem Partner, deiner Partnerin, deinen Eltern, Kindern und so weiter, zu sagen, ich liebe dich. Diese Worte, wertschätzenden Worte der Liebe. Sagst du dein Kind, wenn du sonst immer sagst, ich mag dich, ich hab dich gern, weißt du, dass ich dich mag. Sag einmal die Worte, ich liebe dich. Das ist ganz eine andere Frequenz, das ist ganz eine andere Schwingung. Und wenn der andere nichts anfangen kann, es ist nicht dein Problem. Du hast etwas gesagt, was dir gut tut. Und das wünsche ich dir von ganzem Herzen, wünsche ich euch von ganzem Herzen und ich freue mich, wenn wir uns das nächste Mal wiedersehen. In diesem Sinne, Namaste. Namaste. Ich liebe euch. Schönen Abend. Danke.